Offiziell ist in der Firma nicht darüber gesprochen worden, dass es um irgendwelche Rüstungsgeschäfte geht. Es wurde lediglich hin und wieder mal gesagt. Dass da dubiose Sachen abliefen. Also mir kam es jedenfalls so vor, dass zum Beispiel von der Sachbearbeitung gesagt wurde, oh, hoffentlich geht der Container auch reibungslos durch oder so ähnliche Dinge wurden erzählt. Eine Stauerei im Bremer Industriehafen. Container stehen zur Verschiffung bereit. Mitarbeiter der Stauerei informierten uns im Dezember 1989, verdächtige Container verlassen das Gelände. Ihr Ziel Bagdad. Wir informieren den Zoll und beginnen mit der Recherche. Erste Fotos. Zulieferungen für das irakische Industrieprojekt Al-V Establishment, Bagdad. Codenummer 943-2. Die Container enthalten Maschinen von deutschen, französischen und schweizerischen Firmen. Viele kommen aus England. Lieferant, die englische Rüstungsfirma Matrix & Churchill. Empfänger Civco Bremen. Wir finden die Firma Civco im Bremer Stadtteil Walle. Unklare Besitzverhältnisse bei dieser Handels- und Speditions GmbH. Das Kapital floss über Schweizer Nummernkonten. Geschäftsführer Wolfgang Zupke weiß angeblich nichts von Rüstungslieferungen seiner Firma. Wir sind Papiertiger hier. Wir fertigen Papier ab. Wir haben ja den Container nicht hier im Büro. Wir fertigen die Papiere ab. Mehr machen wir ja nicht. Wir sehen die Ware ja auch nicht. Wenn Sie so wollen, wenn Sie mir einen Panzer andienen, den ich von A nach B verladen soll, und Sie sagen, da steht ein LKW, der hat 32 Tonnen, holen Sie den mal da ab und schiffen Sie den da hin. Mhm. Ja? Den sehe ich nicht. Wenn jetzt der Fahrer der LKW oder wer auch immer den abholt und sagt, Mensch, da guckt ja vorne so ein langes Rohr raus, das kann ja gar kein LKW sein, dann erfahre ich das. Vorher erfahre ich das doch nicht. Ich sehe das Ding doch nicht. Weiß Geschäftsführer Zupke wirklich nichts? Bei den Angestellten kursiert das Gerücht, hinter Civco stecke ein südamerikanischer Rüstungskonzern. Der Verdacht erhärtet sich durch weitere Recherchen. Der Geschäftsführer auf Dienstreise. Er landet in Santiago, der Hauptstadt Chiles. Diario. Providencia, das Geschäftszentrum Santiagos. Diario. Am nächsten Morgen um 9 Uhr verlässt Wolfgang Zupke sein Hotel und macht sich auf den Weg. Er verschwindet im Eingang des Geschäftshochhauses Forum. Sein Ziel, Civco Chile, die Muttergesellschaft von Civco Bremen. In Chile kein Geheimnis, Civco ist ein Handelskonzern, spezialisiert auf Kriegswaffen. Der Präsident von Civco, Augusto Giangrandi, ist gleichzeitig Vizepräsident des Waffenkonzerns Carduen. Hubschrauber, Bomben und Kanonen. Carlos Carduen präsentiert seine Produkte auf der chilenischen Rüstungsmesse. Carlos Carduen. Mit Krediten und tatkräftiger Unterstützung des ehemaligen Diktators Pinochet stieg der Sprengstoffspezialist in wenigen Jahren zum mächtigsten Industriellen Chiles auf. Er zeigt dem christdemokratischen Staatspräsidenten Elvin seine Produkte. Carduens Verkaufsschlager, Clusterbomben. Das sind Mehrfachbomben, die bis zu 500 Minibomben enthalten. Ein weltweit geächtetes Massenvernichtungsmittel. Carduens bester Kunde, der Irak. Chile ist zur Demokratie zurückgekehrt. Trotzdem verbreitet der Name Carduen Angst. In seiner Führungsmannschaft sitzen Nazis und hohe Offiziere aus der Pinochet-Ära. Nach langer Suche finden wir einen Firmenmitarbeiter, der über Carduens Geschäfte mit dem Krieg und über seine Bremen-Connection auspacken will. Sein Motiv, sagt er,
Cardoen verletze internationales Recht. Das schade dem Ansehen Chiles. Aus Angst vor der immer noch mächtigen Geheimpolizei will der Zeuge nicht offen aussagen. Wir haben Aussehen und Stimme verändert. CIFCO es una empresa que trabaja directamente para el señor Carlos Cardoen. CIFCO arbeitet direkt für Carlos Cardoen. Die Firma wurde gegründet, um die Exportgeschäfte Cardoens zu vertuschen. CIFCO kauft Waffen und hochwertige Rüstungstechnologie und schafft sie dann in den Irak. Warum haben wir Bremen zu unserer Drehscheibe gemacht? Eigentlich ist Deutschland für uns tabu, weil die Gesetze und Kontrollen dort ziemlich scharf sind. Bremen ist da eine Ausnahme, ein hervorragender Hafen. Da kann man einiges abwickeln, was woanders nicht läuft. CIFCO hat überall Rüstungsgüter eingekauft, in Japan, Spanien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland natürlich, und nach Bremen gebracht. Von dort geht es mit dem Schiff weiter in den Irak, überhaupt kein Problem. CIFCO Bremen, Drehscheibe für die Aufrüstung des Irak. Die Bremer Firma besitzt laut Lloyds Schiffsregister sogar ein eigenes Schiff. Nach außen hin sollte CIFCO Bremen wie eine ganz normale Spedition aussehen. Aber es wurden Fehler gemacht, die die Tarnung gefährden. Ein großer Fehler war, CIFCO Bremen als Besitzerin unseres Spezialschiffes Tremont eintragen zu lassen. Wir haben die Tremont in Bremen gekauft. Sie war ein Versorgungsschiff für die Ölbohrinseln in der Nordsee, klein und hochseeerprobt. Die Tremont ist so eine Art Geisterschiff. Sie verkehrt zwischen Durban in Südafrika und dem jordanischen Hafen Aqaba, von wo aus die Fracht weiter nach Irak gebracht wird. Während der Fahrt auf hoher See wird der Name des Schiffs geändert, um die Route zu vertuschen. Was transportiert die Tremont? Vor allem elektronische Bombenzünder. Ein Patent der südafrikanischen Reutech. Wesentlich besser als die sowjetischen oder die spanischen, die die Iraker vorher hatten. Der Zünder ist das Gehirn der Bombe. Wir haben mit der Tremont schätzungsweise 100.000 Stück in den Irak gebracht. Flug über dem südafrikanischen Hafen Durban. Von hier aus sollen die CIFCO-Transporte gelaufen sein. Wir überprüfen die Angaben des Zeugen, denn laut Lloyds Schiffsversicherung ist die Tremont niemals in Durban gewesen. Wir haben Glück. Mit Hilfe südafrikanischer Hafenarbeiter entdecken wir die Tremont. Zurzeit heißt das Schiff Remo. Bei genauem Hinsehen erkennt man den wirklichen Namen. Tremont. Darunter der alte Bremer Name Wassertor. Anruf bei CIFCO-Mitarbeiter Herbert Wolfson in Miami. Bis zum Frühjahr 1990 managte er die Fahrten der Tremont von Bremen aus. Bien, contento. Er bestätigt die Bombenladung und verrät uns sogar den Namen des Kapitäns. Er heißt Karl Ahrens. Wir finden Karl Ahrens in Emden. Sein neues Schiff, die Petra, kurz vor dem Auslaufen. Die Fracht Panzer für die britischen Truppen am Golf. Wir fragen Ahrens nach seinen Bombenfrachten mit der Tremont. Es ist ja nicht illegal. Ich weiß aber von Herrn Wolfson, dass es um Explosivstoffe und Waffen ging. Es kann ja sein, aber das ist doch nicht illegal. Es ist doch vollkommen legal gefahren worden, ja. Wenn das ist. Also ich meine, deswegen kann ich doch... Aber persönlich haben Sie auch kein schlechtes Gewissen, dass Sie Waffen transportiert haben in den Irak? Ja, wir transportieren hier doch auch Waffen. Also was kann ich denn als Kapitän ein schlechtes Gewissen haben? Ich muss mich immer wundern, wenn einem gesagt wird, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich irgendwelche Ladungen fahre. Aber mit Waffen werden Menschen umgebracht und mit Bomben
Anzündern auch. Ja, das ist richtig. Nee. Mit diesen Schingedingen man auch will, Mensch. Also soll ich jetzt sagen, ich fahre das nicht? Ja. Ja, und Sie bezahlen meiner Frau und meinen Kindern hier dass das täglich Brot? Oder wie stellt sich das vor? Aber im Irak und der Kuwait sterben auch Kinder. Also in Irak muss ich ganz gerne, ich habe schon damals gesagt, der Saddam Hussein ist einer von den größten Halunken, als er den Iran überfallen hat. Dadurch, damals ist er hochgejubelt worden, weil er den richtigen überfallen hat. Heute macht er das falsch. Aber warum haben Sie ihm Waffen geliefert? Ich habe ihm keine Waffen geliefert. Sie haben die hingebracht. Ich habe ihm keine Waffen geliefert. Sie haben sie hingebracht. Ich sage Ihnen, wenn ich ein Schiff fahre, ich kann mich nicht weigern, bestimmte Ladung zu fahren. Nicht? Spurensuche im Hafen von Bremen. Nach guten Erfahrungen mit den von CIVCO gelieferten Bombenzündern bestellt der Irak bei Kaduen in Chile eine komplette Fabrik, um die elektronischen Zünder für Bomben und Raketen selbst herzustellen. CIVCO Bremen übernimmt die Abwicklung. Mitte 1989 werden die ersten Container mit Spezialmaschinen für die Bombenzünderfabrik in Bremen verladen. Die Codenummer 943-2. El proyecto que lleva el número 943-2, ¿no? Das Projekt mit der Codenummer 943-2 ist eine Fabrik für elektronische Zünder. Genau genommen sind es 5 Fabriken für verschiedene Bomben- und Artillerietypen. Eine riesige Anlage im Stadtteil Nahran in Bagdad. Cardoen hat die Fabrik kurz vor dem Embargo fertiggestellt. Die Maschinen kommen von Matrix & Churchill aus Großbritannien und von deutschen Firmen. Ferrostal hat Spritzgussmaschinen für die Plastikteile der Bombenzünder geliefert. CIVCO hat die Maschinen eingekauft, sie in Bremen gesammelt und dann in den Irak verschifft. Bis zum August 1990 verfrachtet CIVCO Bremen die Maschinen für die Zünderfabrik nach Bagdad. In den Zollpapieren ist von Drehbänken und Maschinenteilen die Rede. Die Zollfahndung sieht keinen Grund einzugreifen. Sie überprüft lediglich die Frachtpapiere. Container werden nicht geöffnet. Cardoen, Originalausschnitte aus einem Film zur Kundenbetreuung. Our company is prepared to offer its customers the guarantee of the best products and the best service. Eritrea, April 1990. Ein Dorf nach einem Angriff mit Clusterbomben. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, zur Verteidigung meines und anderer Länder beitragen zu dürfen. Solange der Mensch sich gegen die Aggression anderer verteidigen muss, braucht er eben Waffen. Das ist zwar irrational, aber ich bin nicht dazu berufen, das Verhalten der Menschen zu ändern.
Solange das so ist, müssen Waffen produziert werden. Wir suchen Karduensky-Hilfen in Bremen. Warum haben sie mitgemacht? Wir treffen den ehemaligen Geschäftsführer von Civco, der im April 1990 entlassen wurde. Beim Interview will er unerkannt bleiben aus geschäftlichen Gründen. Er habe am Anfang seiner Tätigkeit nicht gewusst, dass es um Waffenhandel ging. Es ist kein Verdacht gekommen bis Ende 89. Wie kam es zu dem Verdacht? Ich war in Bagdad, wollte mir nun diese kunststoffverarbeitende Fabrik, die wir angeblich lieferten, ansehen. Und das hat man dann verhindert. Und da habe ich dann mich gewundert, weshalb. Und dann habe ich versucht, einen Termin in Chile zu bekommen, über Miami, weil ich dachte, okay, der Mann in Miami ist ein Ansprechpartner, der Pat Walsh. Und das wurde auch verhindert. Und dann bin ich auf eigene Faust nach Chile geflogen. Mit wem haben Sie dort gesprochen? In Chile habe ich gesprochen mit Augusto Giangrande. Das ist der Vizepräsident von Kadun. Das ist einer der führenden Leute bei Kadun und gleichzeitig Teilhaber in Swisstech. Und ich habe gesprochen mit Don Franco Giangrande, sein Vater, und dem Manager von Civco Chile, Jimmy Trench. Wie ist dieses Gespräch abgelaufen? Man machte mir nach einigen 10 Minuten deutlich, dass das, was ich in Bremen mache, nicht so die Legalität hat, die ich mir vorstellte. Man hat mir gesagt, dass Legalität und Moral kein Thema wären, sondern es ginge darum, Geld zu verdienen. Darauf habe ich dann gesagt, dass es mein Kopf wäre, den ich hinhalte, und dass ich dazu absolut nicht bereit bin. Bin dann zurückgeflogen nach Deutschland und habe meinen Schreibtisch leer gearbeitet und mich informiert, was in England noch liegt. Denn die Information, die ich in Chile bekommen hatte, war, dass da jetzt entscheidende Werkteile aus England kommen sollen. Die Formen, die Toolings. Toolingsformen. Für die Bombenzünder. Für diese Rüstungssachen. Ich bin dann, habe mir ins Auto gesetzt, bin nach England gefahren und habe den Leuten Anweisungen gegeben, dass nur auf meine Anweisung hin verladen werden darf, dass nichts aus England rausgeht, bevor von mir kein Okay gekommen ist. Ich wollte einfach Zeit gewinnen, um zu gucken, was nun läuft. Nur ich hatte keine Zeit mehr dazu. Denn mittlerweile waren, als ich in England war, waren mittlerweile schon Leute hier in Bremen, die, als ich zurückkam, mich fristlos als Geschäftsführer absetzten. Wer war das? Das war Patrick Walsh und Charles Matusek. Das Kündigungsschreiben war unterschrieben von Dr. Rudolf Monajan als Bevollmächtigter der Firma Civco. Wer ist Dr. Rudolf Monajan? Ein Bremer Anwalt. Rudolf Monajan, Bremer Anwalt und SPD-Landespolitiker. Amtsgericht Bremen. Im Handelsregister suchen wir nach der Vollmacht für Rudolf Monajan, um die Angaben des ehemaligen Geschäftsführers zu überprüfen. Die Vollmacht fehlt in der öffentlich zugänglichen Akte. Warum? Das können auch die Beamten nicht erklären. Wir erhalten die Vollmacht trotzdem, per Post aus Chile. Zitat aus dem Dokument: Wir ermächtigen ihn, Dr. Monajan, alle unsere Angelegenheiten zu besorgen, sowie Geschäftsführer abzuberufen und zu bestellen. Im Haus der Bremer Bürgerschaft. Rudolf Monajan, Vorsitzender des Ausschusses für Justiz und Verfassung, ist auf dem Weg zur Landtagssitzung. Guten Morgen, Herr Dr. Monajan. Guten Morgen. Wir sind vom Westdeutschen Rundfunk. Sie sind Sprecher der Deputation für Justiz und Verfassung. Ja. Wie vereinbaren Sie das mit Ihrer Tätigkeit als Bevollmächtigter eines der größten Waffenhändler der Welt, Civco Kadun? Ich bin kein Bevollmächtigter von irgendeiner Waffenfirma je in meinem Leben gewesen. Ich bin Pazifist.
seit meiner Schulzeit. Entschuldigen Sie, ich bin jetzt so ein bisschen. Aber Sie sind Bevollmächtigter der Firma Zivco. Nein. Ich habe die Urkunde hier. Komm, das geht jetzt nicht so. Es geht um Völkermord, Herr Dr. Monajan, und Sie sind Politiker. Kommen Sie mal bitte mit. Sie sind Politiker. Ich möchte eine Ich habe nichts mit Kriegswaffen irgendwie je zu tun gehabt. Vielleicht sind Sie benutzt worden, aber ich möchte eine Antwort. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Darf ich? Das ist eine unglaubliche Unterstellung, dass ich irgendetwas mit zu tun habe. Die Firma Zivco vertreibt ausschließlich Waffen an den Irak. Sonst, dazu ist sie gegründet worden. Davon ist mir nichts bekannt und habe ich nie irgendwie eine Ahnung gehabt oder nie irgendetwas von gehört. Aber halte ich auch für ausgeschlossen. Aber Sie kennen diese Firma. Wir sind von einer großen deutschen Bank gebeten worden, in einer bestimmten Sache eine Firma zu vertreten. Ich kann jetzt hier nicht vor laufender Kamera über meine Mandate reden. Die haben Komponenten für Giftgas über Bremen geliefert. Die haben eine komplette Bombenzünderfabrik geliefert. Betrifft Sie das nicht? Wenn das wirklich so wäre, wäre das eine ganz, ganz schlimme Sache. Das halte ich für ausgeschlossen. Aber Sie haben zum Teil Schecks unterzeichnet dieser Firma. Sie müssen doch Einblick gehabt haben in das, was die tut. Ich habe für diese Firma in einer ganz kurzen Zeit Gehaltschecks unterzeichnet, aufgrund meines anwaltlichen Mandats. Das ist richtig. Können Sie sich erklären, wo die Vollmacht geblieben ist, die im Amtsgericht liegt? Kann ich erklären. Kommen Sie bitte mit mal. Gut. Ein weiteres Interview lehnt Monajan ab. Er habe zwar von Irak-Frachten gewusst, aber nicht geahnt, dass es sich um Waffen handle. Dieser Verdacht sei ihm erst im Oktober 1990 bei einem Gespräch mit Geschäftsführer Zupke gekommen. Daraufhin, und weil er von unseren Recherchen unterrichtet worden sei, habe er sein Anwaltsmandat für Zivco niedergelegt. Wir erfahren immer mehr Einzelheiten über die Rüstungsfabrik, die von hier aus nach Bagdad ging. Die Fabrik ist auf Zünder für Giftgasbomben spezialisiert. Mit Hilfe elektronischer Höhenmesser im Zünder explodiert die tödliche Ladung kurz vor dem Aufprall auf dem Boden. Das Giftgas kann sich so schneller ausbreiten. Las espoletas de cargador también son fabricadas con licencia sudafricana. Die elektronischen Zünder sind ein südafrikanisches Patent. Cardoen kauft die Technologie und baut damit im Irak eine Fabrik. Es geht um Zünder für Artillerie- und Flugzeugbomben mit Giftgasladung. Die spanischen Bomben, die der Irak bei den ersten Giftgasangriffen auf den Iran einsetzte, versagten. Die Blindgänger, meist Standardbomben, wurden von den Irakern geborgen und sorgfältig geprüft. Ursache des Versagens war immer die defekte Zündvorrichtung. Mit den neuen Bombenzündern von Cardoen kann der Irak dieses Problem lösen. Sie wurden zum ersten Mal bei den Giftgasangriffen auf die Kurden eingesetzt, 1988. Sie funktionierten hervorragend, alle Bomben explodierten. Darf ich Ihnen ein Foto zeigen? Ja. Das ist ein kurdisches Giftgasopfer. Die Granaten, die dort eingesetzt worden hatten, Zünder, die von Zivco geliefert wurden. Wenn wir gewusst hätten, dass irgendwelche Sachen laufen, die in die Richtung gehen, wie Sie die schildern, dass wir möglicherweise das gar nicht getan hätten. Ich, also wir meine ich als Firma, und ich persönlich sowieso nicht. Welche Konsequenz ziehen Sie denn daraus, wenn Sie heute wissen, was passiert ist? Welche Konsequenz soll ich daraus ziehen? Die Sachen, die gelaufen sind, kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann die Container und die Kisten, die verladen worden sind, nicht zurückbringen. Im Übrigen, nochmal möchte ich bestätigen, dass ich das grausam finde und dass ich das mit Sicherheit nicht billigen kann,
Das ist, glaube ich, doch selbstverständlich. Ich möchte aber feststellen, dass jahrelang alles Mögliche in den Irak geliefert worden ist, kein Mensch sich darüber aufgeregt hat, als der Irak noch den Iran bekämpft hat. Und das ist auch etwas, was mir die Herren von der Zollfahndung bestätigt haben. Da hat kein Mensch irgendetwas kontrolliert. Noch im Oktober 1990 liegen hier in Bremen Teile für die Bombenzünderfabrik. Wegen des UN-Embargos können sie nicht mehr nach Bagdad verfrachtet werden. Zivco findet einen Weg. Die Ware wird mit neuen Papieren ausgestattet und nach Chile verfrachtet. Mit Genehmigung des Zolls. Wir fragen den Chef der Bremer Zollfahndung, Manfred Busmar. Haben Sie gegen die Bremer Spedition, die diese Bombenzünderfabrik über Bremen an den Irak verfrachtet hat, ermittelt? Nein, gegen diese Firma haben wir nicht ermittelt. Dazu besteht auch kein Anlass, zumindest bis jetzt kein Anlass, weil diese Firma ja praktisch nur den Auftrag des ausländischen Auftraggebers ausgeführt hat. Was meinen Sie mit Auftraggeber? Ja, dass zum Beispiel die Bremer Spedition ist ja lediglich von anderen Firmen beauftragt worden, Maschinen von Bremen aus weiter in den Irak zu verschiffen. Das sind Aufträge, die jede Spedition jeden Tag tausendfach erhält. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. Man kann ja wohl kaum an der Spedition daraus einen Strick drehen. 4 Wochen später. Hausdurchsuchung bei Zivco Bremen. Ausgelöst durch unser Interview mit Zollfahnder Busmar. Jetzt endlich geht die Behörde dem Verdacht nach, Zivco habe wissentlich mit Waffen gehandelt. Abtransport der Akten. Die Auswertung dauert noch an. Wenn es hochkommt, werden einige der Täter zu Bußgeldern verurteilt. Der illegale Vertrieb von Massenvernichtungsmitteln gilt nur als Ordnungswidrigkeit, genauso wie Falschparken. Die tödliche Fracht ist in Bagdad angekommen. Keiner der Beteiligten fühlt sich verantwortlich dafür. Wir informierten den Zoll schon im Dezember 1989. Aber erst ein Jahr später, als die Rüstungsgüter aus Bremen verschwunden sind und die Beweise vernichtet sind, tritt die Zollfahndung in Aktion. Wir sind bei dieser Amtshandlung unerwünscht. So, darf ich Sie dann wieder bitten, rauszugehen? Da uns das Hausrecht etwas zu reinpassen. Ja, Sie stören eine Amtshandlung. Sie kriegen auch eine Amtshandlung. Verlassen Sie bitte. Bitte. Da hat das Hausrecht hier überlaufen. Ja, das ist richtig. Mhm. Das ist richtig.